Dresden im Frühjahr 1990. Michael Ballack gehört zu den besten sächsischen Talenten, spielt inzwischen beim FCK Marxstadt und ist an der Kinder- und Jugendsportschule. Schon die ersten Zeugnisse im bewegten Bild belegen seinen zielstrebigen Umgang mit der Kamera. Das Talent hat eine außergewöhnliche. Nach knapp einem Jahr Einzeltraining hat er es geschafft. Das Knie hält. Michael Ballack macht sein Abitur und bekommt beim Chemnitzer FC den ersten Profivertrag. Ja, damals war es halt noch ein bisschen anders wie heute, wo man nicht gleich mit offenen Armen, sag ich mal, als 18-Jähriger empfangen wird und sagt, hier bitte so ungefähr, wenn du gut spielst, dann kannst du meinen Platz haben. Sondern das war, man hat einen Profivertrag unterschrieben, aber dann bist du auch, dann musst du dich, ab da musst du dich natürlich gegen Männer durchsetzen. Der junge Ballack fühlt sich reif für die Bundesliga. Nur zu welchem Verein wächst